Er zieht sich jetzt hinten ran. Ich könnte ihn nochmal anvisieren. Die. Krieg ich nicht angeklickt hier? Warte mal. Ah, ist jetzt schlecht, ne? So? Nee. Leider krieg ich nicht angeklickt. Normal kriegt man den angeklickt. Dann kann man auch die Kameraansicht des Torpedos haben. Aber die beiden hängen wohl scheinbar jetzt so nah beisammen. Gut, wir gehen jetzt, er kommt dann jetzt immer näher, er ist jetzt ungefähr 2 Kilometer von uns entfernt, schätze ich mal. Ja. Wir warten jetzt ab, was der Torpedo macht. Ob er ihn doch noch trifft. Ich sag mal ja. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja. Da hat er ihn doch noch erwischt. Siehst du, der tut uns, glaube ich, nichts mehr. Der wird volllaufen. Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja, der läuft voll. Den haben wir. Das zählt tatsächlich als Treffer, lieber Gerrit. Was hast du denn heute Schönes gespielt, Gerrit? Hallo, moin. Eldorado, Roland. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Du warst letztens dort bei mir im Stream, ne? Ja, danke, danke. Ja, meistens muss ich sagen, klappt es, Roland, was ich vorhabe. Aber auch ganz oft verzettle ich mich selber damit. So wie vorhin, ich habe gesappelt und da kamen die Flugzeuge und dann konnte ich gar nicht mehr so schnell reagieren, weil diese Deadly Sky Mod ist echt böse, muss ich sagen. Ne? Die Flugzeuge greifen mich sofort an. Normal kommen ja mal, wenn man das Spiel normal standardmäßig spielt. Wobei kann sein, dass sich das auch schon geändert hat. Die Flugzeuge kreisen erstmal um einen herum und noch eine Runde. Und dann versuchen sie sich mal anzufliegen. Und hier greifen sie tatsächlich sofort an. Und es waren tatsächlich 2 Flugzeuge nacheinander. Irgendwie kamen die irgendwie an. Und haben uns zweimal fies getroffen. 2 Mann sind gestorben. Der Spion ist gestorben. Tatsächlich müssen wir jetzt nicht mehr in den Hafen von Belfast. Das heißt, wir schippern hier einfach mal lustig herum und nehmen alles mit. Tanker haben wir schon weggefrühstückt. Jo. So, jetzt kommt die Kameraden noch. Aber wir zischen jetzt mal nach oben ab hier, würde ich sagen. Legen Sie den Kurs an. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Weil die machen uns kaputt. So viele T5er habe ich nicht mehr. Ah, It Takes Two. Ja, das habe ich letztens gesehen. Ganz lustiges Spiel, ne? Ganz lustiges Spiel. So, wir sind auf 75 runter. Ich ziehe aber nach oben hin. Erstmal weg. Da oben sind nämlich auch noch welche. Und die kommen uns... 106, die fahren weg. Wo fahren die hin? Keine Ahnung. Gut, wir warten mal ab, was jetzt hier passiert. Ja, die haben mich auch angepeilt. Also die kommen auf jeden Fall auf uns drauf. Aber wir warten noch ein bisschen. So, wir stoppen jetzt die Maschinen und geben ihnen eigentlich keine Angriffsfläche. Eigentlich müssen sie, die suchen uns. Man merkt, das tatsächlich, die suchen ein. So, wir machen nochmal die Tiefensteuerung, dass wir uns stabilisieren mit dem Schiff. Aber ich denke mal... Alles ruhig hier an Bord, das ist gut. Keine Torpedos werden verladen. Wir produzieren kein Lärm. Normal hat man mir hier noch eine Anzeige, die habe ich tatsächlich deaktiviert, um ein bisschen mehr Realismus reinzubringen. So, die lassen wir tatsächlich ins Leere laufen. Die Frage ist, kommt da noch was nach? Das war eben ein größerer Konvoi. 3 bis 6, nicht passt. So, die haben wir ins Leere laufen lassen. Das ist schon mal ganz gut. 106.
Aber wir haben auch tatsächlich den ganzen Tag heute nur schlechtes Wetter hier. Wieder eine schöne Hafenmission ausgeführt. Ja, tatsächlich. Hopfen Gaming, Servus. Hopfen Gaming? Ist Hopfi auch hier? Grüß dich, Hopfi. Wieder eine schöne Hafenmission ausgewählt. Ja, tatsächlich habe ich ausgewählt. Aber der Schwierigung ist tot. Tatsächlich müssen wir das jetzt nicht machen. Ich mache es jetzt trotzdem. Ich fahre heute noch mal rein, weil wir das wollten. So. Wir gehen aber schon mal langsam auf Kurs. Weil ich denke mal, die sind wegfahren. Du, das können wir löschen hier, das Ding. Ich speichere noch einmal zwischen. Ja, falls ich heute tatsächlich einmal weg sein sollte, falls ich einmal wegbrechen sollte, tut es mir leid. Ich hatte heute versucht, meine neue Fritzbox einzurechnen, weil ich eine 250er Leitung hatte und meine alte Fritzbox schafft nur 100. Vodafone war jetzt so nett, sie mir zu sponsoren. Aber, so, wir gehen mal ein bisschen hoch, weil hier sind nämlich noch 105 Meter Tiefe, ne? Ne, 160, da hinten waren 105. Wir gehen auf Zero tief wieder hoch, dann steigt auch unsere Moral wieder, sonst haben wir gleich wieder ein paar Angsthasen an Bord. Und es ging nichts. Internet ist mir wieder abgebrochen und dann habe ich die andere Fritzbox ran, auch mal wieder Internet abgebrochen. Wobei ich kann mir auch vorstellen, dass es mit vom Vodafone ein bisschen zusammenhängt. Und ich habe heute ja versucht, tatsächlich mein Internet oben einzurichten. Jo. Hat nicht geklappt. Und jetzt rufe ich morgen Elektriker an und dann soll er sich eine Idee machen, wie ich von unten von meiner Fritzbox ein Ladekabel hochgezogen bekomme bis auf den Dachboden hoch. So müde. Und dann ist das Problem passé. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen. Und dann werden wir bald ganz viel Spaß haben. Dann wird es mehr Streams geben, früher anfangen, länger laufen lassen. Gut, alles klar. Ja, die Frage mal kurz am Chat. Wollen wir einfach hier mal, wir können entweder hier durchschippern, einfach mal, bis alle Torpedos weg sind und dann würden wir tatsächlich nachher die Westansteuerung wieder wählen und dann Richtung Heimat fahren. Oder wollen wir tatsächlich diese Ursprungsmission einfach weiterfahren und, oh, warte mal kurz, die kommen auf uns wieder zu. Wie spät ist das hier? So, irgendwie spät, wie tief. Dann gehen wir natürlich ein bisschen runter. Tauchen auf 50 Meter. Weil die kommen tatsächlich wieder zurück, die Jungs. Genau. Wollen wir in den Hafen von Belfast reinfahren oder wollen wir einfach hier runter scheppern? Ja, wir sind auch schon weiter runter. Guck mal. Ist doch gar nichts los. Wir können auch kurz die Maschine mal Stopp machen. Peter, mach mal kurz die Torpedos aus. Der macht dann nichts. So, warte mal. Jetzt haben wir jetzt hier den ganzen Chat. Entschuldigung, ich wollte euch nicht hier. Ich erlebe erstmal, dass 033 Backs auf unser. Ja, Frohes Johann, dank dir. Hatte die Woche einige Zeit zum Zocken mit Oss Rift angefangen. Deswegen freue ich mich heute auf eine. Oss Rift, okay. Kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Kannst mal erzählen, Roland, wenn du Bock hast natürlich. Na, Korvette, fahr weiter, Junge. Fahr weiter. Ach, Peter. Sehr wohl, Herr Kaloy. Mach. Hör auf damit. Mach keinen Lärm jetzt. Die lassen wir vorbeifahren. Sieht so aus, als ob er zu uns will, ne? Und dann suchst du dir noch einen für den Streamer geeigneten Provider und dein Lois. Ja, das wäre tatsächlich. Hab schon von vielen Twitch-Streamer gehört, dass sie von Vodafone weg sind, weil nur Probleme. Ja, tatsächlich muss. Ja, gut, ich bin jetzt ja kein. Ne, ich verdiene ja mit dem Kram, was ich hier mache, nichts. Ich glaube, wenn ich dann aber 2.000, 3.000 Leute tatsächlich hier an der Backe hätte, müsste man sich tatsächlich was einfallen lassen. Standleitung, keine Ahnung, irgendwas. Ja, ich muss mir was einfallen lassen. Es nervt mich. Also es war tatsächlich sonst immer stabil, bis ich heute... Ah ne, wir warten mal.
bis ich heute tatsächlich die alte Fritzbox abgenommen habe, die neue rangesetzt habe. Siehst du, jetzt hat er uns gehört. So ein Dreck. Nur weil ich kurz die Maschine angemacht habe. Das war erstmal ein Fehler. Das war nicht gut. Schneller, schneller! Ich habe eine Idee. Peter? Jawohl, Herr Kaloy. Kapitän? Mach den T5er heiß. Der kriegt die Korvette einfach die Mütze. Oh, ist er warm. Das ist dein Job. Wir gehen auf 20 hoch. Bleib bei kleiner Fahrt. 40, 20 Meter. Tiefe passt hier. Ich bin gleich wieder beim Chat. Ich muss mich ganz kurz mal konzentrieren. Ich war heute einmal unkonzentriert. Das hat uns fast Kopf und Kragen gekostet. Na, 2 Kilometer gehabt, ne? 3. Hat er noch etwas gehört von uns oder hat er wirklich alles gehört? So direkt fährt er uns auch nicht auf uns zu, ne? Aber er kommt mir zu nah und das mag ich nicht. Er geht mal grob mal irgendwas ein hier. Was ist das denn? Bin ich blind mit meinen Augen? 140. Knoten und Entfernung 2500, ne? Auf dem Meter. Ja, also Vodafone, wie gesagt, ich habe bis jetzt nie Probleme mit gehabt, großartig. Bis ich heute tatsächlich die Fritzbox angelegt hatte und... Nee, stopp. Bis ich tatsächlich die Fritzbox in Betrieb genommen habe. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Und danach war die Hölle los. Eigentlich ist es eine Verschwendung mit dem T5, bloß ich will mich jetzt nicht lange mit dem aufhalten. Deshalb machen wir den weg. Das bringt auch nichts mehr. Der ist weg. Aber alle Stationen besetzt hier, ne? Gut, der hinschießen will, weiß ich auch nicht, aber naja. Ah, siehst du, der ist weg. Die Frage ist... Der ist aber nicht runtergegangen, ne? Ich hab irgendwie Angst, dass die anderen nochmal wieder kommen. Wir tauchen ganz schnell einmal kurz auf. Machen mit dem Deck-MG das Boot weg. Und dann chippen wir weiter. So, den geben wir wahrscheinlich Kaffee. Wir können kurz mal die Reichweite überprüfen. Genau. Zu Befehl. So, da kommt scheinbar nichts mehr. Dann können wir auch tatsächlich kurz mal auftauchen. Und robben uns hier nochmal kurz ran. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Ja, gucken wir gleich nochmal.
Wechseln auf Dieselmotor. Schnell mal den Diesel anschmeißen. Erledigt, Schaden repariert. Kamerad. Erledigt, Schaden repariert. Paukstadt macht das hier heute. Und dann geben wir den kurz den Rest und dann schauen wir mal, was der Konvoi dort noch macht. Ich glaube tatsächlich, wir kommen nicht mehr heute. Da ist ja echt viel los. So, alles klar. Maschinenstopp. Herr Kaloy. Die Fahne, genau, die Fahne. Das war das, was mich stört. Wie können wir die nochmal abnehmen? Wie war das hier nochmal? Warte mal. Kapitän? So war das. Wieder ein weniger, ja. So, mach die Flagge weg da. Dankeschön. So, Paukstadt haut ab. Warum haut er ab? Na gut, dann macht er das hier. Mal kurz die Funzelarm machen, dass wir auch sehen, worauf wir schießen hier. Das sieht doch gut aus. Jetzt der Ernst, da komme ich nicht rum. Komm nicht rum, warte mal. Müssen wir mal kurz ein Stückchen weiterfahren hier. Aber ganz kurz nur. So. Nun ist auch gut hier. So, das sollte reichen, wa? Für den Kahn. Tatsächlich nachteilig ist, ich kann mit der MG nicht weiter runter. Tatsächlich hätte ich ein Stück weiter wegstehen müssen. Da hätten wir auch unter der Wasserlinie raufschießen können. Aber das sollte auch reichen. Okay, alles klar. Der Kamerad ist auch weg. Kleine Fahrt. Und wir gehen wieder auf Zero-Tiefe. Oh, Scheinwerfer natürlich vor aus. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Das Ding muss als erstes aus. Der Scheinwerfer muss als erstes aus. Das ist das Wichtigste. So, gute Nacht zusammen. Muss morgen leider wieder raus. Bis zum nächsten Stream. Danke für... Ja, alles klar. Leo, ich lade es wieder hoch. Kannst du denn auf YouTube anschauen? Je nachdem, wie lange es dauert, werde ich das in zwei Teile reinpacken. Ne? Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Schlaf gut. So, was ist mit der Lampe hier? Alles klar. Nachts, wie gesagt, immer blaues Licht, rotes Licht machen. Dann ist die Sichtweite auch erhöht. So. Wir haben alles. Dann geht es in Richtung der Meeresenge. Hier habe ich hier war noch ein großer Konvoi irgendwo, ne, aufgezeichnet. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. So, der Diesel ist aus. Wir machen jetzt mal den Schnorchel an. Es ist ja Nacht. Wo sind die Schiffsschrauben? Da unten. Okay. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Wo denn? Ein Geleitzug. Ah, sehr gut. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Hier oben waren auch noch welche. Wenn ich gleich Herr hier vorne Kaloy, bin, gehe ich nochmal runter. Ah, da sind sie, alles klar. 303. Perfekt. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Alter Schwede, hier ist auch was los, ey. Das sind die beiden Korvetten, da müssen wir jetzt tatsächlich aufpassen. Deshalb werde ich jetzt hier hinziehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Weil da habe ich tatsächlich keine Lust, dass die uns im Hintern hängen. Und dann versuchen wir die hier abzufangen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug.
Schnorchel machen wir aus. Tatsächlich muss Kamerad Paukstadt erstmal den Kurs bestimmen. Wir sind schon mehr auf 69%. Den Kreiselkompass lasse ich jetzt aus, um Lärm zu vermeiden. Ah, jetzt hängen sie schon wieder an der Backe hier. Das nervt mich ein bisschen. Auf Gefechtsstation! Ich würde sie ja gern tatsächlich abschießen. Aber hier komme ich genau auf uns zu. Das. Ah. Schneller, schneller! Ich muss auch kurz abspeichern. Ich habe keine Lust, dass wir jetzt da drauf gehen. Oh, warte mal ganz kurz. Gute Nacht, alles klar. Zur Frage nach Osterif. Genau, ist ein extrem detailverliebtes Dorfsimulation. Ah. Okay. Ah, cool. Alles klar. Prost. Lass es schmecken. Ich müsste tatsächlich gleich auch noch eins holen. Ich habe jetzt einmal das Problem mit den beiden Korvetten, weil ich mich die eigentlich abfangen wollte, die Kollegen hier. Ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt hier reintreiben lassen will. Ich will das. Wir lassen sie noch ein bisschen näher rankommen. Er macht das schon wieder, das, was er nicht soll. Wir gehen runter. 40. Ich glaube nicht, dass sie uns gefunden haben. Deshalb verharren wir jetzt hier, lassen die vorbeigleiten und schnappen uns dann im Gegenzug gleich den Konvoi hier. Gut, da kommen noch mehr. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. 50. Und er macht mal die Tiefensteuerung, damit wir uns ein bisschen stabilisieren. Das sieht gut aus. Nur falls auf Grundding, genau. Gruppe von Schiffen festgestellt. Peter hatte ja vorhin ja erwähnt, habt ihr mit diesem indonesischen U-Boot, was kurz vor der Küste, ja, gut, zerrissen worden ist praktisch. Habt ihr das auch in den Medien mitbekommen? Sehr schön. Wir lassen ihn hier komplett rausziehen auf unseren Bereich und bringen uns in eine Position für den Konvoi hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Was sind das denn hier für Kollegen? Wir warten ab, wir bewegen uns nicht, wir machen nichts. Hier ist nicht richtig viel los. Auf. 4 Uhr. Wieder schreit gleich einer. Nicht jetzt. Hier ist richtig viel los. Ich glaube, Belfast wird heute nichts mehr ne? Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Tanker etc. haben wir ja schon alles versenkt. Oh. Da wollen wir. Wer hat denn hier einen Herzinfarkt? Wo ist er? Snake, dein Einsatz. Sehr wohl, Herr Kaloy. Haben wir hier Wasser drin? Ja. Müssen wir uns auch gleich nochmal drum kurz. Stimmt, wir wurden ja, die Fliegerbomben haben uns ja getroffen. So. Snake kommt. Jawohl. Werner Sandmüller wurde getroffen, hier wollte ich halt sagen. So, jetzt wollen wir erstmal hier nochmal rangehen. Genau, alles hier rein. Hier vorne sieht es gut aus. So, kurzen Check nochmal. Was haben wir an Torpedos hier? Warte mal. Herr Kaloy? 7 Stück und hinten sind wir, glaube ich, nackt, ne? Zu Befehl. Ja, hinten sind wir nackt. Ich wollte ganz kurz mal die T5er checken. Ich glaube, 2 Stück haben wir nochmal. Hat es geklappt hier? Snake? Ja, alles klar, super. Den hat er heil gemacht wieder. Ein T5er. 2 T5er, das ist super. Und 2 T1er. Ich mag ja persönlich die T1er tatsächlich lieber als die T3er. Aber ich finde, der Mix macht es letztendlich. Ne? So, wir schauen jetzt tatsächlich mal. Hier habe ich natürlich wieder gepennt, ich Dussel.
die lassen wir auch vorbeiziehen. Gute Idee, man muss nicht jede genau. Ja, die Korvetten bringen ja auch uns nichts letztendlich so, ne? Und letztendlich wollen wir ja Bruttoresetonnen versenken und nicht nur die kleinen Dinger. Bloß bevor mir die ganze Zeit hinten an der Backe rumhängt, habe ich gedacht, machen wir die mal schnell weg. So, die lassen wir vorbeiziehen. Wisst ihr, Stefan Keller ist ein Seewolf geworden, sehr gut. Und dann schauen wir mal, was hier los ist. Guck mal, die gehen mir richtig auf den Sack, mich, die beiden. Wenn die gleich vorbei sind, werden wir eine kleine Fahrt machen und dann Richtung, was ist das hier? Nordosten ziehen. Moral bei 15. Jetzt fange ich an zu schreien hier gleich, dann hören die uns. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Na komm, haut ab, Jungs. Wir haben da einen Job. Das gibt es nicht. Wollen die mich veräppeln? Jetzt drehen die schon wieder um. Da geht doch was. Ich denke mal auch. Jetzt drehen die schon wieder um. Ja, ich glaube, die müssen da glauben, du. Oh, was haben die jetzt vor? Was haben die jetzt vor? Jetzt ist es interessant. Die suchen doch irgendwas, ne? Guck mal, jetzt teilen die sich noch. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ich muss mich ausruhen. Ich würde die so gern beide versenken, ey. Und das wird bestimmt zum Mega-Konvoi sein. So. Also Mega-Konvoi in der Hinsicht, dass da bestimmt irgendwas Leckeres dabei ist. Eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. So, Snake übernimmt jetzt den Posten, alles klar. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Nochmal Kriegsschiffe. Ich wage es einfach. Ich mache kurz den Speicherman, bevor wir jetzt hier einen halben Tag noch verbringen. Und ich vorankomme. So, mach's gut, Danny. Alles klar. Gerrit, vielen Dank für deinen Raid nochmal. Danke, dass du noch reingeschaut hast. Und Pauke, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Tatsächlich ist hier alles voller Kriegsschiffe nur. Und nur so ein Eierkram. Wo wollen die Kameraden hin? Kurs auf diese Koordinaten. Den wollen wir haben. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Jawohl. Da hätte aber so ein Kreuzer dabei sein können, ne? Ja, der 1WO kommt, wenn die Schlacht fast vorbei ist hier. Mann, Pauke. Wie hast du das, mein Junge? Alles gut bei dir, oder? War stressiger Tag heute? So, dann schleichen wir uns hier mal längs. Zwei Seewölfe haben auch gefunden. Herzinfarkt wurde behandelt von Snake. Da gibt es bestimmt eine Beförderung. Ja, Tanker haben wir schon versenkt. Flugzeuge. Einmal habe ich gepennt mit den Flugzeugen. Die kamen so schnell an. Und da habe ich eher beschleunigt als alles andere. Theo Scully, vielen Dank für deinen Follow. Danke dafür. So, jetzt kommen die schon wieder. Das ist... Wir müssen tatsächlich... durch diese Passage hier durch, wo die beiden hier patrouillieren, weil ich will
die hier haben. Ich glaube nicht, da ist was Größeres zwischen. Wir stoppen mal wieder die Maschinen, lassen die vorbeizischen. Und wenn die uns den Heck zuwenden, dann beschleunigen wir wieder. Wieder ein Seewolf. Das gefällt mir. Sauerstoff ist auch noch gut. Höchst professionell heute. Was soll das denn heißen? Ja. Das läuft. Feigling. So, da kriegt ihr gleich mal einen. Ja, gleich jetzt Schwitzkasten nehmen. Den beruhigen wir jetzt, den Kameraden. Hier unten sieht das für die Leute, die das noch nicht kennen. Wenn der Balken voll ist, das zum Fortschrittsbalken, dann ist die Aktion beendet. Das ist genauso wie beim Torpedo, Warmmachen etc. Okay, alles klar. Der kann nachher die Papiere bekommen im Hafen. So, wir lassen ihn vorbeifahren. In kritischen Zustand, ja, alles klar. Den haben wir beruhigt. Wir machen jetzt wieder eine kleine Fahrt. Schneller, schneller! Die dreht tatsächlich immer. Das macht sie schon die ganze Zeit. Das ist echt nervig. Guck mal, jetzt dreht er schon wieder. Schneller, so, ich mach mal langsame Fahrt. Mal gucken. Ich hoffe nicht, dass es mich verrät. Und nun fahre ich schneller. Halbe Fahrt. Dass wir mal wegkommen von den Kollegen hier. So. Die wollen wir haben hier. Wie tief haben wir das denn? Knapp 100. Ja, es geht noch. So, schauen wir mal genau. 355,8. Da kommen wir genau von zu, ne? 355,8. Da wollen die tatsächlich hin. Dann werde ich mich tatsächlich, glaube ich, hier erstmal für. Und dann. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Ich glaube, das finde ich ein bisschen smarter hier auf der Ecke. Das ist ein bisschen tiefer, nämlich, als wenn ich jetzt hier rumdümpel. Na, hier geht es eigentlich auch noch. Also mit Ton und Auftrag. Jawohl. Auftrag, nein. Der Spion wurde getötet beim Luftangriff. So, tatsächlich können wir, glaube ich, hier schon. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Hier schon mal drehen. Jawohl. Pass auf, gleich kommt sie hier rein. Ich habe das wieder so ein Gefühl. In der Tiefe sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben hier in dem Bereich. Da kommt die schon wieder. Weißt du, jetzt geht mir so auf den Sack. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Ich mach mal eine langsame Fahrt, damit wir den Hydrophonbereich ein bisschen erhöhen vielleicht. Ja, ein bisschen weiter geht das jetzt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dann schauen wir mal, was wir da bekommen gleich. Oh, die beiden gehen mal so auf den Sack da oben. Noch so eine Korvette, ey. Alarm! Auf Gefechtsstation! Es sind nur Kriegsschiffe unterwegs hier, ne? Also die können mich jetzt mal. Ich fahre jetzt hier in den Hafen rein. Wir kommen hier nicht weiter. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir kommen hier nicht so richtig weiter. Also am liebsten hinter die auftauchen bei den beiden und die mit der 8-8er wegballern, ne? Oder ein T5er. Einen T5er hinter den Rahmen und. Herr Kaloy, ich habe eine große.
große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. So, wir können jetzt wieder kleine Fahrt machen. Nein, nein, wir warten noch mal kurz. Ich muss mich ausruhen. Normal müsste ich auftauchen, der den und den die wegballern. Halb schräg am besten fahren, dass das MG auch noch schießen kann. Ich hasse es ja, ne? Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber ich fahre jetzt weiter. Irgendwann hören die mich auf. Die fahren mich, glaube ich, mal bis zu dem Punkt und dann drehen die. Oh, das macht Paukstadt jetzt mal. Herr Kaloy. Der kümmert sich jetzt drum. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. So, jetzt hier ist er oben hin. Schnuttvoll jetzt hier. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Das wäre der Hammer, ne? Du, da freu ich hoffe tatsächlich, dass wir so weit irgendwann mal kommen. Ach ja, übrigens, wer noch nicht bei mir auf dem Discord-Channel ist und ja, Bock hat immer, wenn ich die neuesten Infos da für U-Boot poste, gut, ihr kriegt diese auch so natürlich auf Steam. Ich habe jetzt das neueste Video gepostet vom Update. Tatsächlich bauen die Entwickler den Diesel jetzt mit ein und verbessern die Explosion. Das ist vorhin heute Abend rausgekommen, glaube ich, das Video. Ich habe das bei uns auf dem Discord verlinkt, auf jeden Fall. Wer da noch nicht drin ist und wer Bock hat, der kann sich das da gerne anschauen. Ansonsten direkt unter Steam. So, dann schauen wir mal, was mit den beiden ist da oder den. So, tatsächlich muss ich jetzt aber einmal kurz hoch. Mir geht mich bald die Luft aus. Wobei, nö, wir machen das anders. Einfach mal den Ventilator an. Und jetzt schauen wir mal, was mit den Jungs hier ist. Legen Sie den Kurs an. Auf 20 Meter. So. Die holen wir uns, die Jungs. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Seerohrtiefe. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Von der Tiefe her. Weiter will ich gar nicht mehr rein nachher. Hier sind nachher... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wo fahren die denn hin? Wollen die Jungs denn hin hier? 15 km/h, das werden doch bestimmt Kriegsschiffe sein, oder? 227. Das sind bestimmt auch wieder Kriegsschiffe. Das sind alles Kriegsschiffe hier. Die fahren 344 ungefähr. Das ist doch alles, die fahren doch alles nur Patrouille, oder nicht? Das sind die Kriegsschiffe. Das sind Transporter. Wisst ihr was? Wir fangen die mal ab hier, komm. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die holen wir uns jetzt. Der legt sich mal schlafen hier. Da fehlt sogar noch ein Pippel. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Bestätigt. Ja, ist ja gut jetzt. So, jetzt müssen wir mal langsam wieder was versenken hier. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Ist ein Ticken. Der Winkel ist nicht gut. Ein Ticken schneller da sein müssen. Schneller, schneller! Ich denke mal auch. Wobei, es sind tatsächlich die ganze Zeit nur hier. So, kleine Fahrt, dass wir nicht so viel Lärm machen. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Schauen wir mal, was wir gleich auf der Linse hier bekommen. Das kriegen wir gar nicht hier. Ist ja unglaublich. So, zeigt euch. Na komm. Kriegen wir nicht, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wieso macht er das? Dann fangen wir die ab hier, komm. Schneller, schneller! Irgendwas müssen wir noch versenken hier. Ist doch komisch, ne? Einige Passagen hier. Oh, hier können wir echt nicht viel tauchen, doch. Das ist. Naja, komm. Sagst du schon die ganze Zeit, dass wir nah dran sind. Denke ich auch. So, die müssen wir gleich reinbekommen hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! So, jetzt erhöht sich der Bereich. Jetzt müssen wir doch einen drin haben, oder? Wo sind die denn? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schon wieder so eine Gurken hier. Auf Gefechtsstation. Ah, da ist irgendwo ein Transportschiff dabei, ne? Ich krieg ja auch nichts zu fassen, ne? So, warte mal, ich mach mal kurz Stopp. Also, Hopfing, grüß dich mal besser, grüß dich. So, jetzt ist die Frage. Die hauen ja irgendwie alle mal ab von uns. Wollen wir heute noch mal einfach in den Hafen reinschippern? Ja, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Versenkt mal was. Ja, Hobby. Das lübt. Weißt du, Hopfi? Also Hopfi übrigens, der spielt auch gern U-Boot. Hopfi ist noch nicht so weit, der macht das tatsächlich alles noch mit dem automatischen Zielerfassung. Wobei ich ja hier schon semi-professionelles Aiming betrieben werde. So, warte mal. Hier kommen wir gut rein, alles klar. Hier wäre es dann schon kritisch mit 17. Wir kommen auch tagsüber rein, das nervt mich auch schon. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir machen das trotzdem. Ei, ei, Herr Kaloy. Wir speichern nochmal zwischen. Wir nehmen jetzt den Hafen von Belfast unter Beschuss. Ich habe noch zwei T5er. Also falls da Korvetten uns direkt wieder anfangen sollten, werden wir diese erfolgreich bekämpfen. Jetzt kommen mich die Kollegen wieder hier rein. Schneller, schneller! So, das haben wir, das haben wir. Ah, Roland. Schrauben, Herr Kaloy. Wann sonst? Wir wollen ja auch was sehen, ne? Und gesehen werden. Ja, irgendwas muss ich mir einverlassen. So, warte mal. Ich mache jetzt tatsächlich hier noch ganz kurz den Schnorchel an. Ich weiß, es ist nicht optimal, Roland, aber.
Hör mal, die können wir versuchen nochmal abzufangen. Die können wir nochmal abfangen hier. Und wir haben schon ordentlich was versenkt, Hopfi. Wir haben schon ordentlich was versenkt. Ja, das geht ganz gut. Das geht richtig gut. Wenn die Schiffe stehen, ist das gutes Training. Das kann ich halt nur empfehlen für die Leute, die das Spiel nicht so oft spielen. Das normale Schießen, dieses ohne Auto-Aiming, sage ich das, nenne ich das immer, geht ganz gut am Hafen zu trainieren. Weil die Schiffe sich da nicht bewegen. So, warte mal. Zack. Das heißt, die schippen hier längs. So, da bringen wir uns hier in Position. 22 Meter, ja, ja. Na gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich sehe ja schon, es wird mal Verhängnis werden. Da wäre besser, ne? Stopp. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Hauptruder stellen wir auf 0. Sehr wohl, Herr Kaloy. Die Tiefensteuerung wählen wir an. So, das haben wir, das haben wir. Mr. Zock wird in Ruhestand geschickt. Herr Kaloy. Snake kriegt nochmal schnell einen Kaffee. Zu Befehl. Damit er hier auf Maximum ist. Jo, alles klar. Umso höher, umso mehr wir hier im Balken haben, umso höher die Reichweite vom Horchposten. So. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Stopp. Genau, jetzt sind die Jungs schon da. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Wo sind die anderen? Egal. Wir schippen ein bisschen raus hier, das ist mir auch viel lieber. Ei, ei, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Die wollen wir nicht, die wollen wir noch vermeiden, die Jungs. 15, das sind auch Kriegsschiffe. Das sind alles Kriegsschiffe, ne? Wir schauen uns das nochmal kurz an. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Sind die Torpedos heiß, Peter? Jawohl. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Gleitzug. Der Bierstream. So, alles klar. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Wo sind die Jungs? Die müssen uns ja gleich hier in die Flanke fahren. Da sind sie. Stopp. Alarm! Auf Gefechtsstation! Feindlicher Zerstörer auf 1 Uhr. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Warum kann da nicht mal ein Kreuzer dabei sein oder sowas? Da sind ja nur die Gurken dabei. Die wir gar nicht wollen. Aber wisst ihr was? Ich schnappe die beiden Zerstörer. Fettfinger? Wer ist hier Fettfinger? Hat er wirklich Fettfinger gesagt? Steinigt ihn. So. Stopp. Schneller, schneller! Feindlicher Zerstörer auf 1 Uhr. Bisschen viele Zerstörer, ne? Ja, warte mal kurz.
Und ganz kurz mal die Reichweite messen hier von hier aus. Passt. Der kriegt den T1er rein hier. Ja, tatsächlich hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. So. Jo, da habe ich schon gleich den richtigen. Aber ich habe schon besoffen gerade hier, du. So, schauen wir mal, was hätten wir denn hier? 3,15. So. 3,15 haben wir gesagt, ne? So. Geschwindigkeit, jo, das gucken wir uns gleich mal an. Gefettfingert. Ich denke mal auch 14. Hat was zum Trinken hier? Oh. So, da wollen wir hier. Alles klar. Die können wir den T3 nehmen, wa? Und der andere kriegt den T1. Ich glaube, das ist eine gute Idee. O2, bewässern! Los! Sind jetzt zwei hintereinander, wo sie so komisch ausfahren. Muss man kurz mal schauen hier. Sieht denn so komisch aus? Aber es ist auch EF-Klasse, ne? Hat der hinten diesen Steg hier. Da unter das andere Geschütz. Hier ist die kleine Kuppel mit dem Punkt. Und hier vorne die Brücke mit dem Geschütz. Wobei, nee. Der hat nur einen Schornstein, ne? Muss man es mal aus der Nähe angucken nochmal. Der hat nur einen Schornstein und hat hinten hier die eine Lippe und hat vorne nur ein Geschütz, das ist ein anderes. Das ist ein anderes Schiff. Das ist der hier. Ne, er hat vorne nur ein Geschütz, hab ich gesagt, ne? Prost, Menes. Prost. So, warte mal, das ist er nicht. Der hat auch nur einen Mast. Ist das richtig? Ein? Ne, zwei Masten, ne? Ja, ein. Wo bist du? Ne. Der hat diese Lippe doch. Oder was doch eine EF-Klasse? Handklasse, ne? Das Geschütz, ein Türmchen, den kleinen. Hinten hier die Lippe. Hier die kleine Kugel. Das ist die Handklasse. Okay, den haben wir schon mal. Dann. Was hatten wir nochmal gehabt an Geschwindigkeit bei den einen? Was hat man da eingemessen? Habt ihr da aufgepasst nochmal? Ich mich nicht. 3,15. Danke.
Alles klar, Dankeschön. Da nehmen wir jetzt tatsächlich den T1. Rohr 1 bewässern. Ich muss ganz kurz mal schauen. Der andere war mit 54, ne? Da können wir den doch tatsächlich mit gleicher Geschwindigkeit laufen lassen, wobei... Lass mich kurz mal rechnen. Der andere fliegt mit 54. Normal Speed würde ich auch sagen. Ein Stück warten, bis er ungefähr hier ist. Dann haben wir ungefähr den gleichen Abstand. Ich denke mal auch. So. Los! Und dann nehmen wir den letzten rein. Das ist die AF-Klasse. Das sieht man hinten an diesen gebogenen hier. Hier ist die Tellerlippe, hier ist wieder der kleine Dingsel drauf, zwei Masten, der hintere ist sogar einen Ticken höher gefühlt und hier vorne die Nase. Ah, so. 15. 3,15 hatten wir ja schon gemessen, fahren die alle ja gleich, kurstechnisch. Und... Rohr 3, bewässern! So, ich muss ganz kurz mal schauen. Den geben wir jetzt ein bisschen mehr Speed. Rohr 3, bewässert! Jo. Los! Habe ich gespeichert? Habe ich gespeichert? Fünfte Stadt drin. Alles klar, Roland. Ja, ich denke mal, da wird schon passen. So, ich trinke jetzt noch mal einen letzten Schluck Energy und dann hole ich mir vielleicht noch mal ein Bierchen gleich. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ich habe eine bescheidene Position. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ich werde mich aber jetzt nicht bewegen, glaube ich. Ich habe mich noch einen T5er. Und falls mich einer auch anfährt, dann kann ich... Nee, zwei T5er haben wir noch. Können wir die tatsächlich noch rausdrücken. Die ersten beiden können tatsächlich fast zeitgleich kommen. Auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie zu schnell sind. 20 Sekunden. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ne. Das sieht gut aus. 10 Sekunden bis Einschlag. 30 Sekunden. Hoffen wir es mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die vorne vor der Nase wegrutschen. Beide. Ah, doch nicht. Passt. Und der andere? Beide getroffen. Die haben wir weggelutscht. 40 Sekunden bis Torpedo. Kurz Päuschen. Den werden wir tatsächlich nicht erwischen. Weil der wird jetzt, glaube ich, abbremsen. Oder eindrehen. Ja. Das waren zwei Volltreffer, Männers. Das waren zwei Volltreffer. Die beiden sind schon mal weg von der Backe hier. Der geht vorbei, das war auch klar. Der bremst ab. Schade, hätten wir einen Ticken. Ah, schneller auf 84. 10 Sekunden bis Einschlag. So, Peter kriegt noch. Der geht leider vorbei. Das war klar, das war aber auch abzusehen, weil die bremsen nämlich dann ab, gerne Jungs. So, jetzt wird's tricky. Ich speichere hier nochmal jetzt vor, aber das mache ich manuell nochmal. Ich habe jetzt noch zwei Torpedos. Der kriegt den T5er. Und da haben wir noch einen T5er, glaube ich. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy.
Das war gut, ne? Ich fand auch. Das war der Double Shot. Das war klar, der bremst ab. Der hätte tatsächlich auf Maximum Geschwindigkeit vielleicht nehmen müssen, dann hätte es, glaube ich, geklappt sogar. Der streut nach oben, der nach unten. Ich guck mal kurz. Kapitän? Wie viel haben wir jetzt noch? Die T5 wir müssen rein hier. Bewegung, los, schneller! So, Kollege Dampf. Der ist heute gar nicht da, ne? 5 oder 7? Hopfi. Ja, ich mach 15 das, ne? Genau. So, alles klar. Die T5 werden heiß gemacht. Ihr seht auch selber, wir haben jetzt echt nicht viel Wasser an dem Kiel, ne? Guck mal, da unten sind schon hier die Wattwürmer. Da haben wir echt nicht viel. So. Die beiden haben wir weg. Wir bleiben einfach hier liegen und warten tatsächlich, was sagt man? Die wissen tatsächlich aktuell nicht, wo wir sind. Das ist unser Vorteil. Weil die können sich tatsächlich, glaube ich, nicht vorstellen. Der dumme Deutsche, der ist doch nicht in der Hafeneinfahrt von Belfast. Nein, der muss woanders sein. So, das sieht schon mal gut aus. Nö, der Hopfi, nö. So. Ja, ich meine, das war alles. Nee, warte, ich habe noch eine andere. Ich habe noch eine andere. Pauke, das stimmt nicht. Ich habe noch die eine, wo beim Ladebildschirm immer noch ein paar historische Bilder kommen. Die habe ich tatsächlich auch noch drin. So. Das kommt dann voll wieder auf uns zu. Jetzt wird es interessant. Hey. Er weiß nicht, wo wir sind. Ist das nicht geil? Jetzt sucht er. Jetzt wird er langsam. Jetzt sucht er wieder. Wir warten ab. Und dennoch am helllichen Tag. Wobei, man muss mal kurz mal schauen. Eigentlich müssen wir uns sogar sehen, weil die Sonne im Rücken haben. Ne? Da kommen schon mal neue Kameraden hinzu. Wo wollen die hin? Zu uns? Nee. Oh, guck mal. Jetzt kommen die Jungs noch dazu. Oh, jetzt wird es interessant. Da habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ich muss das mal kurz wegmachen hier. Jetzt? Nee. Gar nicht Abfangkurs. Ich glaube, ich möchte mich ein kleines Stück noch zurücksehen. Können mich nicht hören. Die könnten mich eventuell noch anpeilen. Und deshalb ziehen wir den mal ein und machen die Maschine wieder Stopp. Stimmt. Ja. Genau. So, das unser Rohr ziehen wir jetzt mal ein. Und wir warten jetzt einfach. Pauke, ich hatte vorhin noch erwähnt, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dass ein neues Entwicklervideo herausgekommen ist. Ich habe es auch schon auf im Discord verlinkt. So, jetzt warten wir mal ab. Was passiert jetzt? Ein Schlamm eingegraben, ja. Genau. Na komm, ihr wollt nicht zu mir, Korvetten. Ihr wollt nicht zu mir. Die wollen bestimmt jetzt in den Hafen reinfahren. Das sind die zwei, die uns das eine Mal auch abgefangen haben. Da muss ich tatsächlich gleich reagieren. Sollten die noch weiter zu uns kommen, Herr Kaloy, muss ich mir was einfallen lassen, weil ich habe hier keine Möglichkeit auszuweichen. Und die kriegen dann die Botsche vor der Nase. Das ist dann so, ne? Jungs, noch habt ihr die Chance. Zwei Kilometer lasse ich euch raten. Warte mal, das stecke ich mir mal ab hier.
Ja, auf 2,5. Ich denke aber auch, die kriegt gleich einen vor die Nase. Ja, die haben uns. Das klingt schon lustig. 195, sage ich, Banane. Tor 3, bewässern. Auf dem Meter. Tor 3, bewässert. Ich bin auch ehrlich, ich möchte auch langsam jetzt hier mal raus. Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Wie tief ist das hier? Wir gehen mal hier auf 20 runter. Ja, 20 geht noch, ne? 20 Meter. Das ist gut. Na, guck mal, kleine Fahrt, dass wir langsam mal hier rauskommen aus der Bucht. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, tatsächlich hatten wir vorhin schön die Korvette, die auf uns zugefangen ist. Der T5 ist tatsächlich vorbei. Dann hat er sich gedreht Sekunden. Und hat die Korvette hinten am den Zerstörer von hinten am Heck getroffen und natürlich auch versenkt. So. Das war sein letzter Angriff. Ich habe nur einen T5 abgeschossen, Olat. Ganz bewusst. Hätten wir jetzt beide T5er wieder abgeschossen, wären beide in den einen reingegangen. So. Der ist weg. Jetzt kann sich der andere das mal überlegen, ob er nochmal den gleichen Fehler machen möchte. Das will er. Da können wir auch laufen lassen. So, 14. 2000. Knapp. Ist auch egal. Bei den T5 ist das tatsächlich egal. 1,5. Und Winkel, keine Ahnung, was hatten wir denn eingegeben? 100, ne? Was war das hier? 210. Na komm, lass dich anklicken hier. Tor 4, bewässern. Da habe ich dran gedacht, Roland. Da habe ich dran gedacht. So. Das haben wir. So, wir robben uns hier langsam weg. Direkt über uns, Herr Kaloy. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Kurz mal die Tiefe hier checken, nicht, dass wir irgendwo gleich rauflaufen aufgrund. Das haben wir mich so eingestellt, dass wir nicht gleich direkt Schaden bekommen, wenn wir irgendwo rauflaufen. So, der sollte auch gleich weg sein, wenn alles gut läuft. 10 Sekunden bis Einschlag. Jo, den hätten wir auch. Siehst du, der macht das nicht nochmal. Alles klar, das haben wir. Jetzt möchte ich aber tatsächlich mir aus der Ecke mal ein bisschen raus hier, weil die anderen werden bestimmt gleich wiederkommen. Da würde ich sagen, oh, hier ist auch echt zu viel los, ne?
Ja, hier ist gut, wenn wir hier reinkommen. Hier können wir auch runtergehen. Aber jetzt kommen die anderen Kollegen hier schon. Oh, ich muss mindestens dorthin. Oh, jetzt kommen die, jetzt holen die uns. So, jetzt mal kurz überlegen. Hau ich jetzt schon die Täuschkörper rauf und haben wir Vollgas, ja, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, Pauke. Ich hau jetzt auch den Täuschkörper Vollgas, dass wir ins tiefere Gewässer reinkommen. Dann können wir ein bisschen mehr arbeiten. Weil wie ihr hier seht, der Ort ist schon der Boden. Da bleibt uns gar nicht mehr viel übrig. Wo ist dein Kamerad Paukstadt hier? Da ist er. Ah, Sport, der Typ. Sehr gut. Sobald der Bonchat raus ist, gehen wir Vollgas. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Gehen wir auf kleine Fahrt. Kannst auch auf maximal sichere Tiefe einstellen im Tauchmenü. Wo geht das denn? Da muss ich gleich mal schauen. Ich werde gleich nochmal so einen Bonschein raushauen. Ich muss ungefähr hier rein. Das sind die Tiefe nachher hier. Da. Wasserbomben. Ist es das hier? Entschuldigung. Ah, maximal sichere Tiefe. Alles klar. Okay, dann macht er jetzt automatisch. Ich würde gerne noch so ein Bonschi gleich mal raushauen. Weil ich den zerstöre nicht. Nicht, dass er auf einmal über uns gleich kommt. Wasserbomben. Wasserbomben. Meter sind wir noch zu wenig. Wenn die Korvette gleich eindreht, dann werde ich nochmal so einen Ponchi loslassen. Oh, guck mal, da kommt noch eine. Eieieiei. Warum macht er hier so diesen Knick? Das wird jetzt hart. Tiefe 57. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Hau ich jetzt schon den Bonscher raus? Ich denke mal auch. Oh, hier ist noch 44. Hier wollen wir nicht hin. Wir wollen tatsächlich in diesen Bereich rein. Hier können wir gut arbeiten. Hier ist schon wieder tödlich für uns. Feindlicher Zerstörer auf 10 Uhr. Wir könnten ja natürlich mit. Wir haben noch zwei Torpedos nochmal neu einmessen. Den hier vorne nochmal wegarbeiten. Das wäre natürlich richtig frech, ne? Hätte ich tatsächlich jetzt noch einen Hecktorpedo, hätte ich den nochmal angegriffen. Aber es sind mir aktuell ein bisschen viele Schiffe und die Tiefe ist auch nicht optimal für uns. Jetzt nicht anfangen zu schreien hier. Ah, sieht gut aus. Das sieht gut aus.
Die beiden können uns aktuell nicht orten, die auch nicht, weil wir hinter dem fahren. Ja, und das Hydrofon, das soll tatsächlich auch tote Winkel haben, ne? So geht das nicht. Wir werden alle sterben. Heinz Hermann, du. Mann. Man ist so viel Lärm. Hier sieht er so ein bisschen, dass er immer so dann dieses... Das sehe ich leider hier nicht mehr, weil wir das ja ausgestellt hatten. Irgendwann möchte ich tatsächlich auch mal auf 100% Realismus spielen. Habe ich gesehen, alles gut. Alle in Heck. Das wäre cool, ne? Kann man die alle in den Heckmotorbereich hinschicken? Alle Mann? Geht das überhaupt? Das ist jetzt mal so eine Idee. Können wir die alle hinten reinschieben? Das wäre cool, ne? Wenn man tatsächlich die Menschen, die Leute alle nach hinten reinbringen kann. Machen sie natürlich nicht. Die liegen hier alle in ihre Kojen und pennen, als ob nichts los ist. Er macht aber den Kartentisch hier. So, warte mal. Der macht den Diesel. So, dann wollen wir uns halt mal rausbringen aus der Miserie, ne? So. Aber es sieht noch gut aus. Mal gucken, was die Jungs machen hier. Dann ziehen wir mal Richtung Nordosten. Drei Viertel, warte mal, das heißt auf Deutsch Viertel vor zwölf. Ja, tatsächlich habe ich auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber es ist so, wie es ist. Wir haben jetzt noch zwei Torpedos. Ich versuche uns jetzt hier nochmal rauszufahren. Tatsächlich haben wir heute nicht einmal neu geladen, auch wenn wir schwer getroffen worden sind von den Flugzeugen. Zwei Kameraden verloren. Denke ich mal, haben wir alles richtig gemacht hier. Ich muss mich ausruhen. Ja, ruhe ich mal aus. So, wir ziehen hier nach Norden weg. Zu Befehl. Nee, so weit kommst du nicht mehr. So weit wird es heute nicht mehr kommen. Drei Viertel Deutsch. So weit werden wir heute nicht mehr fahren, dass ich nochmal durchstarte. So. Die Punkte ziehen wir weg. Ich denke mal, das war ein ganz cooles Ding hier noch. Und jetzt schippen wir hier schön gemütlich raus aus der Gefahrenzone. Zwei Torpedos haben wir noch tatsächlich noch, ne? So. Ich würde tatsächlich gleich nochmal die Westansteuerung nehmen, wenn wir hier raus sind. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier nochmal rein. Hier ist es auch noch eine Verbindungsstraße, weil wir eh Richtung Heimat müssen. Und vielleicht treffen wir da nochmal einen Tanker oder sowas. Aber erstmal gehen wir hier komplett sicher erstmal raus hier. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Ja, sagst du schon die ganze Zeit. Gut, das haben wir geschafft. Das Ding haben wir hinter uns. Da sind wir safe aus dieser mistigen Lage. Also tatsächlich saßen wir eigentlich hier wie auf dem Präsentierteller, ne? Wir hatten hier keine große Tiefe gehabt, 23, 24 Meter. War eigentlich unsere beste Option. Die beiden wegschießen, eigentlich drei wären besser gewesen, aber gut. Es ist so, wie es ist. Ich bin zufrieden. Gut. Jetzt machen wir mal den Funkspruch absetzen hier. Und dann ziehen wir hier rein. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Einmal kurz mal speichern.
Da ist immer was los, Roland, das stimmt. Auf Seerohrtiefe gehen! Jawohl. Du Befehl. Du Befehl. Kreisel, komm was an. Und die ganzen Punkte da oben. Alles klar. Gut, weiter geht's. Ach ja, zwei Mann sind gestorben, ne? Deshalb haben wir jetzt ein bisschen einen kleinen Aderlass gehabt hier. Ei, ei, Herr Kaloy. Ich muss mich ausruhen. Langsame Fahrt. Hier vorne werden wir dann mal wieder runtergehen. Mal horchen. Zwei Torpedos haben wir noch, ne? Was haben wir denn für welche hier noch? Herr Kaloy. Ei, ei, Herr Kaloy. Zwei T3, ja, alles klar. Oh, kein Pad frei, warte mal. Ach doch, der pennt ja schon. Nee, du sollst ins Bett. So. Ich muss mich ausruhen. So, warte mal. Das ist nicht gut, dass die beiden hier. So. Herr Kaloy? Ja, der muss einfach mal Kaffee trinken hier. Jawohl. Das ist gut. So, der geht jawohl daran. Der ist schon wieder müde gleich, aber es ist egal. Wir haben noch genug Sprit drin hier. Das langt für einen Träger, natürlich. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Das ist gut. Dann schauen wir mal, was uns dann noch vor der Flinte kommt hier. 261-3. So ungefähr, so, ja, wo ist das jetzt her? Du fährst hier? Schauen wir doch mal. So, wie sieht es hier aus? Die pennen alle, die sind alle müde, ne? Ja gut, brauchen wir auch keine Tiefenstreuung machen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Oh, da kommen auch welche. Was sind die denn? Ah, warte mal, das machen wir anders. Du Befehl. Du Befehl. Ei, ei, Herr Kaloy. Und dann gehen wir mal auf 20, 30 runter irgendwo dazwischen. Wechseln auf E-Motor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und was haben wir vergessen? Das Ruder festzustellen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Die sind schon da. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, wir wollen mal gucken, wo wollen die hin? 261, die haben den Kurs geändert, ne? Der 271 war es, ne? Oder stand da eben? 261. Dann kommen sie uns ja doch entgegen. Nö, die fahren ganz woanders jetzt längs. Die haben uns veräppelt. Dann fahren wir wieder hier unten rein. Keltische See. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das werden nicht die letzten Schiffe sein. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. 50-2 war das, ne?
mal, die ist ja schon viel besser. So, da ist auch die Luft wieder drin. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Aber scheinbar haben wir Sturm draußen oder sowas, ne? Hoher Wellengang, alles klar. Ich bin aber weg, alles klar. Ja, schönen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich wünsche dir was. Schlaf gut. Danke dafür. Hab ich schon gesehen, Roland. Danke. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So. So. Stopp. Den Schnorchel rein. Blaues Licht. Kreiselkompass aus. Halbe Fahrt. Auf Seerohrtiefe. Seerohr müssen wir ausfahren. Das hatten wir vorhin ja eingefahren. Bestätigt. Kamerad Paukstadt macht mal den Kurs frisch hier. Und Kamerad Zock legt sich hin und John Snake übernimmt den Horchposten. Jo. In dem haben wir alles. Torpedos. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Speicher nochmal zwischen. Alles klar, ja. Ja, ist auch schon spät. Ne, ich verstehe das ja auch. Wir wollen alle irgendwie Profi. Aber zwei Torpedos suchen noch das Glück. Und dann geht's direkt Richtung Heimathafen. So. 50-2. Auf Seerohrtiefe. Wir stoppen. Jawohl. Tiefensteuerung. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Wie sieht's mit den Torpedos aus? Zu Befehl. Jawohl. Den kannst du mal fix machen, Peter. War ja klar. Du. Ja, so lange Zeit habe ich nicht. Da muss ich schon wieder aufstehen. Um 6 muss ich aufstehen. Scheint ordentlich Wellengang draußen zu sein, wa? Blaues Licht. Ja. Können gleich umschalten, mal kurz auf Rot jetzt fürs Gefecht. Also solange wir warten, lassen wir auf Blau. So, Snack hat nochmal einen Kaffee nochmal reingedrückt. Jawohl. So. Zu Befehl. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, dann zeigt euch mal, wie weit sind wir von hier entfernt. Ne, ein bisschen näher müssen wir uns noch ranrobben. Schneller, schneller! Ja, Schlaf wird oft überbewertet, vor allem an Bord. Ist doch schöner als Sonne. Ja, finde ich auch. Bestes Wetter. Oh, da müssen wir vielleicht einen kleinen Ticken zurück. Aber scheinbar sind das alles nur neutrale. Das sind bestimmt Amerikaner oder sowas, ne? Die Amis, jo. Das ist ja nicht eigentlich das, was ich will hier.
Ich hätte auf so einen schönen Tanker nochmal gehofft. JG Gaming 83, vielen Dank für deinen Follow, danke. Danke dafür. Du, die lassen wir jetzt vorbeizischen. Wir funken zwar einmal kurz, dass wir sie gesehen haben. Aber das war's denn auch. Wir sind ja keine Kriegsverbrecher mehr, ne? So, alles klar. Dann können wir auch schon gleich den Kurs eingeben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wenn die an uns vorbei sind, schippern wir dann weiter. Da weiß ich auch nicht, du. Wobei, komm, wir haben einen Tanker jetzt gehabt, den hast du gar nicht mehr mitbekommen, ne? Die Flugzeuge, die uns da bombardiert haben. Extrem viele Kriegsschiffe. Muss ich sagen, also heute waren ja wirklich viele Kriegsschiffe. So, alles klar. Kleine Fahrt. Die Amis, sie bringen Nachschub für den Krieg. Schneller, schneller! Schneller, schneller! So, dann robben wir uns hier ran gleich. Hier ist immer was los. Also hier ist immer... Hier gibt es eigentlich eine Garantie, dass man viele Transportschiffe eigentlich trifft. Schneller, schneller! Gut, dann chippen wir hier weiter. Dann können wir auch gleich den Schnorchel rausholen hier. Rotes Licht, Kreiselkompass an. So. Ja, stimmt. Tja, die, schön geflext sind wir jetzt. Nee, tatsächlich haben wir vorhin noch Tanker etc. was gehabt. Das hatten wir auch gehabt. Gut, dann chippen wir hier einfach mal rein. Wenn die gleich weg sind, können wir ein bisschen beschleunigen. Oh, können wir auch jetzt schon machen. So, dann hoffe ich gleich, dass wir hier auf Reisegeschwindigkeit wieder gehen können. Es hätte auch mal ruhig mal feindliche Frachter sein können, ne? Dann hätten wir die nochmal schon weggefrühstückt und dann Richtung Heimat. Vollgas. Oh. Will Snake heute tatsächlich nochmal an die 8-8er ran? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Na komm, das kann auch was für uns sein hier, ne? 262. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Eine Korvette und zwei Frachter, schätze ich mal. Schnorchel rein. Rotes Licht lasse ich so drin. Kreiselkompass aus. Wechseln auf E-Motor. Und jo, dann können wir es so lassen. Die 033er. Jo. Oh, das war gut. Ein Zerstörer ist immer gut. Ja, hast recht. Hast recht, Pauke. Hast vollkommen recht. Aber irgendwas müssen wir noch mitnehmen heute hier. Kriegsschiffe komplett.
Transportschiff. Da ist ein Transportschiff, Boy. So, ich will ganz kurz die Entfernung messen. Ne, ist nicht so weit weg. Ein bisschen ranrobben müssen wir uns. Peter, ist gut jetzt. Du brauchst nicht die Torpedos heiß machen. Na gut, mach sie. Dann ist auch gut jetzt. Dann ist auch gut. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. Wo ist denn das Transportschiff, bitte? Er hat doch gesagt, er hat ein Transportschiff entdeckt, ne? Wäre mir auch neu, ja. Du machst die Aale warm. Sehr gut. Ah, komm. Wir nehmen den Zerstörer mit, oder? Leben wir nur einmal. Oh, nachts. Da bin ich aber gespannt, ob ich die überhaupt nachts sehe, die Jungs. Sind die rechts von mir? Links von mir. Ich bezweifle das auch. Das ist der Kleine. Wo ist denn der Große? Der Zerstörer war auch davor, ne? Das ist ja ganz schlecht hier gerade. Sieht aber aus wie so EF-Klasse, ne? Ne. Ist keine EF-Klasse. Ich muss was auf der anderen Sicht mal gucken, kurz. Der hat nur einen Mast. Ein großer, einen kleinen Schornstein. Vorne ein Geschütz. Hinten ein Geschütz. Und den kleinen Bäumel da. Ich denke auch mal, das ist eine Black. Bin ja schon durch. Die ist ja hier vorne, die Black, ne? Aber die hat zwei Masten. Und zwei Schornsteine. Da liegst du leider falsch. Das ist sie nicht. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Ich glaube, ein hohen, ein kleinen Schornstein. Ein hohen und ein kleinen Schornstein. Die EF-Klasse sein, aber was ist das? Hä? Das ist doch keine Black Swarm, Männers, oder? Vorne hätten ein Geschütz. Ich muss ja nochmal genau angucken. Das ist keine Black Swarm. Zwei Schornsteine, die Black Swarm hat auch nur einen und ein Mast. Und die vorne die Nase. Ein Geschütz. Vorne eins hinten. Ein Mast, eine Nase, aber zwei Schornsteine. Ah, oh, ist das spannend. Ein Mast. Zwei vorne. Das ist sehr spannend jetzt, ne? Dildo? Wo ist Dildo?
Die hat mehr Geschütze hier drauf. Das ist ja lustig. Könnte es die sein? Zwei Schornsteine, ein Mast und vorne eine Nase, also ein Stab, wo das miteinander verbunden ist. Ich weiß echt nicht, was, welches Schiff das ist, welche Klasse. Also wenn jemand im Chat Ahnung hat, also richtig Ahnung, nicht so wie wir. Guck mal, der hätte auch eigentlich normal hinten noch eine Flagge, die hat er ja nicht. Das ist ja abenteuerlich. Das ist ja auch nicht. Die Triebwerkklasse ist das auch nicht. Da hat ja mehrere Geschütze drauf. EF-Klasse auch nicht. Ja, Mensch, ich weiß, keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir hier vor der Flinte haben. Auf jeden Fall ist das kein Modell, was wir kennen. Ein Geschütz. Zwei Schornsteine. Dann ohne Klasse. Transportschiff soll das ja auch sein. Ja. Irgendwas muss das ja ähneln, ne? Das ist ja lustig. Ein Schiff, was wir nicht kennen. Bin ich immer gespannt. 265. Geschwindigkeit 15 war das? Oder 21? Nein, der fährt keine 21. Das gucken wir jetzt ja mal kurz. Wobei wir müssen ja irgendwas ja empfehlen mit Lineal. Da hast du vollkommen recht. Ich sehe hier gar nichts mehr. Wo ist das Schiff denn? Da. Vier, fünf. Vier, sieben. Da vorne wird es länger. Zu weit weg. Schau mal. Ich lege mich jetzt auf ein Schiff fest. So, warte mal. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Pauke. Sehr gut. Merkt euch mal bitte die beiden Zahlen. 47 und 265. So, 265 können wir schon mal eingeben. So eine Flower-Klasse, was ist das hier? Ist das die Flower? Oh, ich hab auch schlechte Augen jetzt hier, du. So, dann. Tatsächlich. 21, so. Rohr 1, bewässern! Gut. Lassen wir uns überraschen, wenn es. Rohr 1, los!
Aber lustig, ne? Was das für ein Schiff ist. Genauso habe ich es mir gedacht, Pauke. Genauso habe ich es gedacht. Wenn wir den natürlich zerstören. Aber es sieht sehr gut aus. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Da muss der Torpedo natürlich nur Wirkung haben, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, welcher Schiffstyp das ist. Na, ich denke auf 21, das passt. Das sah ihm gut aus eigentlich, ne? Okay, vorbei. Nein. Fehlschuss. Tatsächlich ging er vorbei. Das heißt, war mir zu langsam, der müsste ja praktisch. Ist er jetzt vor ihm vorbeigegangen und hinter ihm? Warte mal. Der ist halt vor ihm vorbeigegangen. Das heißt 20, genau. Das heißt 20. So sehe ich das auch. Der letzte. Meins hat abgebremst. Rohr 2 fertig. Schau mal. Das sah aber eigentlich ganz gut aus. Das war wieder so ein knappes Ding. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Vor der Korvettennase vorbei. Bitte, 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 bitte. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Das sieht eigentlich besser aus, ne? Ja, da sind wir vorbei. 10 Sekunden bis Einschlag. Oh, komm, lass ihn mal treffen, das wäre cool. Ich habe gerade Pause gedrückt, Entschuldigung. Ja, minimaler Schaden nur. Brennt zwar lichterloh, aber es sieht glaube ich ganz gut aus, dass er runterbrennt. Ich habe gerade nach dem Fehlschuss die Pause-Taste, weil ich dachte, das kann doch nicht angehen. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, guck mal. Ah, schön, ne? Die Frage ist, reicht das? Jetzt fängt vorne das Feuer an. Ich glaube tatsächlich, das könnte reichen. Ja. Die haben wir. Hat aber öfters Pauke. Das hat er tatsächlich öfters, dass er das als Fehlschluss deklariert. Jo. Schön. V-Klasse war das. Die V-Klasse. V-Klasse. Die habe ich gar nicht gefunden im Tour. Gut. Die haben wir jetzt. Jetzt kommt das Finale des heutigen Tages. Legen Sie den Kurs an. Speichern. Sehr wohl, Herr Kaloy. Genau. Ja, siehst du, Pauke.
Das habe ich auch auf dem Schirm gehabt. So, jetzt versuchen wir nochmal das direkte Duell mit der Corvette. Hallo? Okay, wir tauchen trotzdem auf. Wir blasen jetzt mal an. Da ist er, der sucht mich in einer ganz falschen Ecke. Wollen wir auch schon mal den Übung machen? Die hat Angst. Die Platte auf, ja. So, Paukstadt übernimmt das MG. Na komm schon. Kompressor geht auch an. Die 88er wird besetzt. Oh, hier fehlt ein Mann. Den nehmen wir hier weg. So, wir stellen schon mal einen automatischen Beschuss von Schiffen. Wir fahren den Gegner direkt an. Bieten somit denn am wenigsten Angriffsfläche. Oh, die hat das Licht ausgemacht. Wir können ja unser Licht abmachen. Ja, mache ich auch. Aber warte mal ganz kurz. Das machen wir tatsächlich mal ganz kurz. Ich überlege jetzt gerade mal ganz kurz. Wir sind noch weit weg. Komm, wir sind noch weit weg. Das macht Paukstadt ganz kurz mal. Das machen wir ganz schnell mal. Ich glaube, die haben uns auch eh noch nicht gesehen. So. Kurz mal Pause. So, alles klar. Einfach nur geradeaus ausrichten, ne? Da müssen wir ihn da vor der Nase haben. Ah, da ist er. E-Einrasten. So, wir machen jetzt mal das Buch auf. V-Klasse hat er gesagt, ne? So, mein Ohr juckt mal hier, warte mal. Das überprüfen wir natürlich gleich. Wo ist die V-Klasse? T2, den hätte ich gern gehabt hier. Den hätte ich heute gehabt hier gern. Ich glaube, der kommt ja später. Nelson hätte ich auch gern genommen heute. Kirchhoff-Klasse auch. Sims-Klasse, Counter, V-Klasse. Ja. Warum haben wir die eben nicht gesehen? Ja, tatsächlich, ne? Den Turm hier, gut, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ein Geschütz vorne, ein höherer Schornstein, ein tieferer Schornstein. Tatsächlich, hinten noch ein Geschütz drauf. Ja. Das war's tatsächlich. So, nichtsdestotrotz. Kapitän? Jawohl. Also geh mit dir. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 4 Kilometer. Aktiver Beschuss an. Oh, warte mal. Hast du zehn meine entzündeten Augen gerade? Herr Kaloy. Kamerad Pauland. Du hast eh nichts zu tun. Schnapp dir mal. Zwei Männer. Bestück die 88er nochmal. Zwei Mann hinzufügen. So, dann haben wir alles. Auf in die letzte Schlacht des Tages. Oder so ähnlich. Also tatsächlich, Pauke, ich werde den Chat noch mal runterscrollen. Ich tatsächlich glaube ich nicht. Also er hat die V-Klasse, habe ich nicht gefunden. Wir haben ja mehrfach durchgeslattert. Ich habe sie nicht gesehen. So. Ich könnte jetzt schon schießen, aber er hat uns noch nicht entdeckt. Das ist das Gute. Deshalb robben wir uns noch mal ran. Und wollen aber natürlich direkt hinterbleiben. Guck mal, der sieht uns nicht. Der sieht das Grauen gleich erst, wenn wir direkt hinter ihm sind. Das Schöne nach hinten hat er nur ein MG raus, ne? Wenn er sich natürlich jetzt zu uns hindreht. Legen Sie den Kurs an. Jetzt schießt er schon. Ja.
Jetzt dreht er zu uns hin. Jetzt hat er uns entdeckt. Jetzt werden wir anfangen, den Beschuss zu nehmen. Und da hinten ist er. Ja. Schön, dass ich jetzt so nah ran muss, aber. Oh, der geht vorbei. Da sind wir noch zu weit weg. Ich sehe auch gar nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist er. Da ist er. Alles klar, da haben wir ihn. Der war so kurz, glaube ich, ne? Das war zu hoch, glaube ich. Oder? Ich habe es auch nicht gesehen. Oh, der hat, glaube ich, getroffen, ne? Oh, der war zu kurz. Der war zu kurz. Oh, warte mal, er hat die falsche Munition drin hier. Oh, der trifft. Oh, oh. Warte, und? Ganz kurz den Kurs setzen. Oh. Jetzt direkt auf ihn zufahren. Genau. Ich glaube, wir haben ihn getroffen. Nee, ging ins Wasser. Oh. Jetzt kriegt er Feuer. Der war zu. Ah, der war zu niedrig. Ja, was der Treffer. Der hat getroffen. Wir haben ihn. Weg. Ist er. So, okay, schon Nackenstarre hier. Ja, so, die haben wir das. Sehr gut. Die Zaxi-Frage, wie er heißt, wurde versenkt. Erfolgreich. Auf eine Distanz von knapp 2 Kilometer, war ja sehr schön. So, denn hätten wir das hier auch. Wo müssen wir hin? Legen Sie den Kurs an. Ab Richtung Heimat, würde ich sagen. Ne? Also das wäre tatsächlich schade, dass man die Direktansteuerung für die Häfen nicht hat. Wir speichern jetzt noch mal ab, weil wir das so toll gemacht haben. Und jetzt geht das Richtung Heimat. Also ich kann tatsächlich nur empfehlen, wenn ihr mal im Kampf reingeht, Prost, Roland, lasst es schmecken. Wenn ihr mal Nahkampf besetzt, oben immer das MG und macht auf automatischen Beschuss der jeweiligen Einheiten. Gerade jetzt, wo wir den T4er-Turm haben, haben wir echt Dampf drauf auf der Waffe. Ich glaube, mit dem Feelingsgeschütz ist da hinten drauf. Das macht schon richtig Aua. So, warte mal. Nach Beleuchtung. So, ich würde lieber auch schnorcheln. Auf
Tiefe gehen. Kreise Kompass an, Schnorchel an. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt, Herr Kaloy. Ja, die können wir leider nicht mehr bekämpfen heute. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ist das ein U-Boot, der einzelne? Das bewegt sich so komisch, ne? So zickzack. Ja, die suchen uns tatsächlich da, ne? Ach, der Siki, der spielt auch wieder Space Engines. Engines? Ja, Mensch, das war ja heute eine lange Runde wieder. Aber hat sich ja gelohnt. Wir sind nicht gestorben bis jetzt. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Oh, die hätte ich ja gern gehabt. Vermutlich ein Geleitzug. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Das ist bestimmt ein englisches U-Boot hier. Und was ich tatsächlich noch gut finden würde, wenn die Entwickler tatsächlich auch englische U-Boote nachher reinbringen würden, die auch nicht das gleiche Modell haben wie wir. Also dabei kann man ja jetzt gelb anmalen, dann hat das gegnerische U-Boot tatsächlich auch die gelbe Farbe. Das wäre cool, wenn sie das... Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Ich glaube eher, das ist 2015. Nein, die kommen genau vor der Flinte her. Ich glaube tatsächlich, da ist was ganz Geiles drin. Und wir haben kein Torpedo mehr. Hat dein Schütze ist. Ja, wir schauen tatsächlich mal. Wer tatsächlich. Ich möchte, dass die vorbeifahren. Wir machen mal eine kleine Fahrt. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Da ist bestimmt ein Schlachtschiff oder irgendetwas dazwischen gewesen. Bei so einem großen Kram hier. Oh, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Fahren natürlich ein bisschen schneller. Schneller, schneller! Hier fehlen auch noch zwei Leute. Perfekt durchgemogelt hier. So wie getroffen hat. Ja, bestimmt. Bestimmt, aber ist auch gut. Siehste, haben wir das auch weg. Also heute haben wir tatsächlich sehr viele Kriegsschiffe gehabt. Also da oben war ja die Hölle los. Den Konvoi hätte ich tatsächlich am liebsten gehabt. Also Belfast war heute nicht die beste Idee, da oben reinzufahren. Wir hatten tatsächlich die Möglichkeit heute gehabt, hier auch eine Mission zu machen. Die hätten wir tatsächlich vielleicht nehmen sollen. Beziehungsweise die langweilige den Quadranten und tatsächlich hier reinzufahren. Ne? Interessant war auch, ich kannte das gar nicht. Ich meine, das letzte Mal auch nicht, dass wir den Spion hätten hier absetzen sollen. Das kannte ich so, glaube ich, gar nicht. Also kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Gut. Ich hoffe vielleicht tatsächlich nicht, dass hier die ganze Flotte wieder steht und wir uns nicht durchmogeln können. Das kommt auch gleich von der Living Mod, ne? Diese ganzen Schiffe hier, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Also in den Hafenanlagen. Ja, ich denke mal auch. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Du bist ganz groß in der Auswahl, Pauke. Ja, Seebär, stimmt, 4 Stück haben wir. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, ich speichere noch einmal zwischen, nicht, dass uns gleich noch irgendwas passiert hier. Und da bin ich froh und happy, dass wir eigentlich eine gute Fahrt heute hatten. Wir wurden nicht versenkt. 2 Mann haben wir durch einen Bombenangriff verloren. Aber ich denke mal, das ist noch vertretbar, dafür, dass wir heute echt da enges Gemurks hatten. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Oh, hier ist natürlich jetzt auch nicht was los, ne? Also ich finde die Living Mod, ja, wie gesagt, in vielen Dingen gut. Alter, in dem Ding aber nicht hier. Das wäre noch was gewesen. Kann ich den umlenken? Ne. Der muss ich ja wohl selber machen, wa? Auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Das ist ja auch übel, ey. Kurs auf diese Koordinaten. Meinst du, du fährst hier mit der 1800 oder die hier, 6500er Geschwindigkeit. Da bist du ratzifatzig läuft weg.
Also da wäre tatsächlich an Kamerad Wanske, ich glaube, der hat die Mod geschrieben, ne? Die Living Mod. Kann auch sein, dass ich mich natürlich jetzt irre. Dass man da ein bisschen die Schiffe rausnimmt. Also was wir heute am Anfang des Streams hatten, da standen ja bestimmt 8 U-Boote hier und 10 andere Schiffe. Geil war natürlich, wo der Luftangriff war, wo dann auf einmal, es waren auch keine deutschen Flugzeuge, es waren natürlich alliierte Flugzeuge, aber als deutsche gekennzeichnet. Ich glaube, da waren irgendwie gefühlt 10 Flugzeuge in Formation unterwegs, die anderen Flugzeuge gejagt haben. Das war schon ganz cool. Berkin, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du mal reingeschaltet hast. Moin. Und vielen Dank letztens nochmal für dein Prime-Abo. Ich weiß nicht, ob ich mich bedankt hatte. Ich habe nur gesehen, dass du noch Hallö geschrieben hast. Ich habe das heute in der Bemerkung gelesen zu denen. So, guck mal. Das ist ein Frachter. Deutscher. Ja, das stimmt. Also tatsächlich, das wäre nochmal eine Verbesserung. Ich glaube nicht, dass es die Mod dahin bekommen. Ich weiß, es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Kann ich die nochmal umlenken? Da oben hin. Ja, tatsächlich. Guck mal, wir können tatsächlich August, die August Fried. Wir können sie tatsächlich umlenken. Cool. Das wäre tatsächlich nochmal so eine coole Sache, dass man sagen könnte, alles klar, Knotenpunkt. Also man kann ihn jetzt ja schon anwählen, den Hafen. Oh. Wobei, ich glaube, das ist auch nicht so richtig, ne? Wenn wir jetzt geradeaus reinfahren, fahren wir doch gegen die Kaimauer, oder? Da müssen wir gleich mal schauen. Dass man halt direkt, wie die Westansteuerung etc., direkt den Heimathafen anwählen könnte. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. So, siehst du, Menes. Da haben wir das geschafft. Nächsten Monat bin ich hier auf Erkundungstour mit einem Kameraden. Wir wollen uns tatsächlich hier in Nähe von Kaltenkirchen, ist ja der alte Wehrmachtsflughafen, der tatsächlich teilweise, oder gar nicht teilweise, größtenteils noch die alten Straßen etc. hat. Und man merkt, sieht tatsächlich die Hügel, wo damals alles zusammengekehrt worden ist, von den Bulldozern, da haben sie ja Erde drüber gepflanzt und Bäume drauf gepflanzt. Wir waren letztens schon mal dort, da ist ja auch eine V1, 2, 3, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Abschussrampe, auch der Bunker, der dazugehörige Bunker. Ich werde, wenn ich diesmal da bin, daran denken, Fotos zu machen. Ich habe auch schon ganz viele kleine Sachen gefunden, alte Bierflaschen von früher, total lustig irgendwie. So, Auftauchen. Die habe ich bei mir noch im Schuppen drin. Das ist total interessant. Und da waren auch, sind auch die Unterkünfte von den ganzen Leuten. Und guck mal, da kommen wir tatsächlich so rum. Ich will aber tatsächlich lieber so fahren, glaube ich. So. Der kann sich da hinstellen. Schnorkel kann rein. Normales Licht. Ja, da werde ich tatsächlich nächsten Monat hinjuckeln. Da werde ich ein paar Fotos machen. War total interessant. Er hat auch mal eine Drohne fliegen lassen. Also nicht er, ein anderer Kollege, der da war. Und da kannst du richtig sehen, wo die Landebahnen waren, wo die Seitenwege waren. Das ist total interessant. So. Also ich finde das sehr schön mit der Mod, dass halt hier die ganzen Schiffe aus sind. Die Alligator. Aber tatsächlich zum Beispiel bei dem letzten Flugzeugangriff Treibholz war es nervig, weil das Schiff dann tatsächlich ein bisschen im Kreis rumgelaufen ist, rumgefahren ist. Hier sehen wir nochmal die den Schaden, den wir davon getragen haben, von dem Flugzeugangriff, alles in schwarz hier. Der hat uns richtig erwischt. So, jetzt muss ich erstmal schauen, warum hat er den Kurs ja nicht so übernommen, wie ich das wollte.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Nee, so will ich das jetzt nicht. Na gut, bis das. Ach, wir sind schon da. Mensch, sag das meine. Gut, alles klar, mein Herr. Hier sind wir. Wir haben es geschafft. Erstmal speichere ich einmal kurz schnell zwischen. War doch eigentlich eine coole Tour, oder? Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ich hätte gerne lieber heute nochmal einen großen Pott gehabt. Das größte tatsächlich war heute ein Tanker, den wir hatten. Aber gut. Ja, ordentlich was los, ne? So, wo ist denn jetzt unser Leitenoffizier? Auftrag gescheitert. Ja, ist ja richtig. Ach, kriegen wir jetzt gar nicht. Können wir, siehst du, das wollte ich jetzt eigentlich sehen, was wir abgeschossen haben. Können wir das jetzt gar nicht sehen? Das hätte ich jetzt tatsächlich gesehen. Guck mal, jetzt kriegen wir tatsächlich nur einen. Die heutigen Aufträge vom BDU. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Wir haben ja ordentlich was versenkt und können das gar nicht sehen, was wir versenkt haben. Das hätte ich gern nochmal gesehen. Auch interessant, der Quadrant hier, ne? Gut. Irgendwo können wir das doch noch sehen, ne? Nee, Auftrag nicht erfüllt. Ja, wir haben tatsächlich versagt und der Auftrag wurde nicht erfüllt, weil der Spion beim Flugzeugangriff gestorben ist. Aber wir müssen jetzt... Hier steht ja bestimmt was drin, ne? Nee. Gibt es nicht irgendwo einen Eintrag, wo wir sehen können, was wir heute versenkt haben? Ah, grüß dich. Moin. Hi. Im Logbuch. Das Logbuch war im Schiff selber drin. War doch so, ne? Warte mal, das ist doch hier, ne? Kriegstagebuch. So, was haben wir denn da? U-Boot entdeckt, U-Boot entdeckt. Kriegsschiff entdeckt. Ganz viel entdeckt. Ah, guck mal. Da haben wir ein Schiff versenkt. Ne, Flugzeug versenkt. Detroit, okay. Aber es steht tatsächlich nicht drin, dass wir zum Beispiel... Was wir versenkt haben, steht nicht drin. Den Tanker haben wir versenkt. Da steht tatsächlich drin, dass wir was versenkt haben. 1, 2, 3. Transportschiff entdeckt. Eu-Klasse versenkt. Ach, guck mal, davor hatten wir tatsächlich auch noch Frachter versenkt gehabt. Stimmt. Und einen Zerstörer, meine ich, ne? Die Eu-Klasse haben wir hier versenkt. Also wir haben tatsächlich jetzt 4... 5, 6. Flugzeug. Dem Feind war unsere Mission bekannt. Ach, deshalb, wisst ihr, nee, er ist nicht gestorben. Die Mission war ihm bekannt, alles klar. Genau, dann haben wir natürlich die coole Aktion gehabt mit den ganzen Schiffen hier vor Belfast in der Einfahrt. Das waren die beiden. Vorher hatten wir tatsächlich die Handklasse und eine Korvette noch versenkt. Das waren die beiden Korvetten, die uns nach, die haben wir mit dem T5er noch abgearbeitet. Das war der mit dem T3er, das war der mit dem T1er. Die V-Klasse war eben das Schiff, was wir erst nicht gefunden haben im Logbuch. Also ich bin 100% sicher, ich werde es mir nachher nochmal anschauen, ob die drin war oder nicht. Ah, alles klar. Zertifax, alles klar. Gut. Genau, da steht das ja auch noch. Kriegsschiff entdeckt, dass dies... Ja, aber das ist ja schade. Ich hätte tatsächlich nochmal so eine Belobigung bekommen für uns. Aber wir haben versagt. So, geht's nächste Woche weiter, ne?
Ich speichere hier einmal zwischen. Habe alles, ne? Also wie gesagt, ich denke mal, trotzdem heute gute Abschlüsse gehabt. Schade, dass wir da versagt haben bei der Mission. Da ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Kohle heute gemacht. Die Mission wird beim nächsten Landurlaub auch fertig sein. Wir haben ein paar Seewölfe hinzugewonnen. Da können wir tatsächlich nochmal kurz schauen. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen. Und zweimal müssen wir nochmal nachfrischen hier. Ah, der geborene Soldat, siehst du. Und Obermann. Guck mal, er kommt bei mir auch von der Ecke hier. Lübeck, Gymnasium, Handelsverkommen, den nehmen wir auch mit. Zwei Mann, ich glaube, einen müssen wir noch austauschen, weil der Angst hatte, ne? Ja, zweimal sogar. Alles klar, dreimal. Oh Gott, das machen wir das nächste Mal. Und der mit Herzinfarkt noch, Sandmöller. Der kriegt einen Schreibtischjob. Das machen wir alles nächste Woche nochmal in Ruhe zusammen. Gespeichert habe ich. Kann gleich nochmal speichern. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen heute. Es war wirklich super. So viele neue Zuschauer auch dabei gewesen. Ein paar Follower dabei. Nächsten Sonntag, 20:30 Uhr, machen wir definitiv weiter. Vielleicht auch eine halbe Stunde früher. Das werde ich dann aber tatsächlich Plan reinschreiben auf Twitch. Beziehungsweise in Discord gebe ich das mal rechtzeitig auch bekannt bei mir. Wer bei Discord reinjoinen will, den Link findet ihr tatsächlich auf meiner Twitch-Seite. Auf dem Kanal. Ja, ich muss das tatsächlich hier nochmal für den Chat noch verlinken, dass ihr es direkt über den Chat hier aufrufen könnt. Hauptsächlich wird da noch über U-Boot, packe ich da Sachen rein. Aber ich denke mal, umso mehr Leute reinkommen, umso mehr kann auch geschrieben werden, wer natürlich Bock hat. Auf jeden Fall kriegt ihr dort immer rechtzeitig die Info, wenn ich auch mit anderen Sachen online gehe. So, das Video werde ich nachher wieder zwei teilen, denke ich mal, von der Länge her. Und das, den ersten Teil morgen Vormittag hochladen, den anderen Teil dann Ende der Woche. Genau, den Link dazu findet ihr ja auch bei mir auf dem Kanal, beziehungsweise die meisten kommen ja von YouTube, ne? Gut, dann haben wir das alles. Okay, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Danke für die Follower. Und wer Bock hat, hinterlässt noch einen. Und ich denke mal, das ist immer durch für heute, ne? Alles klar, bleibt gesund, schlaf gut und bis die Tage, mein Herz. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Ihr kriegt auch nochmal zum Abschluss mal ein neues Intro nochmal zu hören, weil ich das zu cool finde. Ja, genau, und das war das, hat der Jim Beam gemacht. Falls ihr mal Grafiken haben wollt, Intros etc., meldet euch bei mir oder wie gesagt, er ist auch bei mir im Discord-Channel, da könnt ihr reinkommen, könnt ihn direkt anschreiben, sagt, ihr kommt von mir, auf Empfehlung von mir und dann macht er euch was Schönes für ein kleines Entgelt natürlich, ne? Oder für ein größeres Enkel, je nachdem, was ihr vorhabt. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich, er macht wirklich gute Sachen. So, nun bin ich weg. Schlaf gut. Bis bald, Menes.